Kroketten selbst gemacht. Ja, der Paketbote war da. Er hat mir eine schöne Kartoffelpresse von Rösle gebracht. Ja, Rösle gibt es seit 1888. Ja, also die haben mir das nicht geschickt. Ich probiere das einfach mal aus. Muss sie selber kaufen. Leider, 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 leider. Aber das wird sich lohnen, da ich meine Kinder und ich sehr gerne Kartoffelpuffer, Reibekartoffeln, Kartoffelstampf und was nicht alles esse. Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe, ja. Total gerne. Also ich bin so eine richtige deutsche Kartoffel, würden manche böse Zungen sagen. Bin ich mal gespannt. So was haben wir noch nie gesehen. Also es gab ja, deine Mutter hat so ein etwas älteres ganz Teil, alt, ne? Ja. Aber das gleiche Prinzip, ja, mehr oder weniger. Ne? Kartoffel rein, drücken. Mit der Armkraft. Und man könnte sogar die ungeschälten Kartoffeln reinmachen, weil die Schale bleibt ja hier drin. Ah, guck mal, das kannst du hier rausnehmen. Du kannst es drüber. Kann man leichter sauber machen, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Ich bin halt so ungeschickt, jetzt kommt es nicht raus. Bestimmt noch eine Sicherung drin. Ne? Genau, man muss hier drauf drücken. Irgendwie. Ne, muss es so drehen. Und dann kannst du es rausnehmen. Super zum Reinigen. Ja, klasse. Gut durchdacht. Großartig. Das muss made in Germany sehr sein. Sehr stabil sieht es aus. Ja. Mal sehen, was die Kartoffeln dazu sagen werden. Ja, wie wir da jetzt Kroketten mitmachen, das zeige ich euch gleich. Kroketten. Wir wollen heute schöne Kroketten machen. Und warum wollen wir Kroketten machen? Weil meine Kinder fürchterlich gerne Kroketten essen. Benötigen wir noch Semmelbrösel, selber gemahlen. Dann ein frisches Hühnerei von unseren glücklichen Hühnern, die sich jetzt richtig freuen, im Frühjahr schöne Eier legen zu können. Ja, dann haben wir hier das schon mal aufgeschlagen. Dann brauchen wir Kartoffeln. Die kaufen wir auch direkt beim Kartoffelbauern. Der freut sich immer, wenn wir vorbeikommen. Jetzt am Samstag war ich da eine Minute vor Ladenschluss. Am Samstag. Aber ich habe es geschafft. Ich war 2 Minuten nach Ladenschluss wieder draußen. Wir haben noch nicht geplaudert, sonst hätte ich es pünktlich geschafft innerhalb einer Minute, weil ich wusste, was ich wollte. Und der hat hauptsächlich Kartoffeln. Also da kann man auch nicht so viel Zeit verplempern. Ja, dann haben wir Muskatnuss gerieben und ein bisschen Salz. Ja, und hier haben wir Mehl. Dann haben wir eine Schüssel, dann brauchen wir ein bisschen normales Öl, Pflanzenöl und wichtig, gute Laune. Und schön, dass ihr dabei seid, dann legen wir mal los. Also ich habe schon ein bisschen probiert, aber jetzt nehme ich euch mit. Einfach Kartoffel rein, Klappe zu und ja, jetzt denkt ihr, ihr braucht viel Druck. Es ist schon einiges, was ihr benötigt, aber es geht eigentlich mehr oder weniger butterweich. Christine, du kennst die Butterpresse, die Kartoffelpresse deiner Mutter? Nimm sie nicht. Nimm sie nicht. Das gleiche in Kraft ein Aufwand. Nee, ist gleich, ja. Einfach nur neuer, ja. Ja, noch nicht eingearbeitet. Ja. Also wenn ihr eine alte habt, behaltet sie. Wenn ihr sowas noch nicht habt, kauft eine neue. Verlinke ich euch mal unterhalb des Videos einen Amazon Affiliate Link und wenn ihr den nutzt, kriege ich eine kleine Provision. Damit unterstützt ihr den Kanal und für euch ändert sich dadurch nichts. Der Preis bleibt gleich. Der erste Versuch hat nicht geklappt. Wir haben jetzt noch 4 Versuche. Rauf auf die Kartoffel und das Eiweiß kommt zu unserem schon vorbereiteten Hühnereichen. Die Hühner werden so zufrieden mit mir. Das habe ich zum ersten Mal gemacht und ihr wart live dabei, mehr oder weniger. Jetzt kommt Muskat und Salz dazu. Und dann wird alles schön miteinander vermengt. Also ich finde es super gelungen, also der Kartoffelstampf, ne? Jetzt versuchen wir mal, so ein krokettenartiges Gebilde zu zaubern.
Also sie müsste eine etwas kleinere Würstchenform haben. Machen wir ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Die Hälfte und dann. Die Hälfte? Ja, und dann machst du es nachher so. Und dann mach ich also so. Ist sehr angenehm. Passt sich sehr angenehm an. So, und dann. Ja. Dann werden wir das alles bedecken mit dem Ei. Dann werden wir es mal testen, ob das geht. Wenn es auseinanderfallen sollte, dann werden wir etwas Mehl nutzen. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher der Fan, wenn wir nur den Kartoffelstampf nehmen für die Krokette. Oder was meinst du, Christine? Einfach probieren. Einfach probieren. Was würdest du denn bevorzugen? Es ist egal. Ich probiere es vorher. Ich habe schon mal Pannen gehabt. Mhm. Als Ergebnis wäre egal, ob Mehl, ja, mit Mehl oder ohne. Aber ohne Mehl ist besser. Natur ist besser. Natur ist besser. Wobei Mehl natürlich auch ja, Natur ist. Aber eine Zutat weniger auf der Liste. Genau. No. Und Kartoffeln hat jeder zu Hause. So. Ganz behutsam. Sieht doch gut aus, oder? Noch sieht es gut aus. Wir kochen wieder mit der Mutter Natur, mit der Kraft des Waldes, mit geschlagenem, getrocknetem Holz. Und sehen die nicht herrlich aus? Super geworden. Guck mal, so sind sie geworden. Alle ein bisschen individuell, unterschiedlich. Man sieht die richtige Handarbeit. Also ich bin richtig happy. Die ersten selbstgemachten Kroketten von mir. Alle sind ein bisschen unterschiedlich natürlich, ganz klar. Ich nehme mal außen kross und innen ganz zart. Kroketten selbst gemacht. Heiß. Jetzt muss ich das Ei von meinem Lieblingshuhn trennen vom Eiweiß. Und ich habe einige, oh, klappt natürlich nicht.